Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem YouTube-Channel. Speaker Shocker der Name. Dieses Video ist gewidmet den ganzen Klotzköpfen auf YouTube oder auch die Gott weiß wo noch im Internet herumschwören und es den noch auf der Welt gibt. Es geht nämlich jetzt einfach mal darum, dass ein Car-Subwoofer, ein Autosubwoofer, nichts zu Hause verloren hat. Zumindest nicht so, wie man ihn ins Auto baut. Wenn, dann müsste man das Gehäuse neu berechnen. Aber haben die meisten von euch ja gar keine Ahnung von, die die Kisten sich ins Zimmer stellen und dann meinen, das wäre ein tolles, geiles Basserlebnis. Immer frage ich mich auch, auf jeden Fall, ganz ehrlich, 35 Watt Logitech Subwoofer ist da schon besser als ein Subwoofer, der einen 30 cm Tieftonchassis verbaut hat. Darum jetzt einfach mal ein kleines Experiment. Der alte Renegade Subwoofer, ich weiß, den hatte ich früher auch mal zu Hause stehen, aber im Vergleich zu dem, der bringt zu Hause gar nichts, im Auto schon ein bisschen was anderes. Einfach mal zum Vergleich. Der, im Gegensatz zu den JBL Subwoofer, beides 300 mm Tieftonchassis, beides die Gattung Subwoofer. Sehen wir doch mal, was dabei rumkommt. Und da können die Klotzköpfe können mal gucken, was hat eigentlich bewirkt. Ich habe die Schnauze sowas von voll, die ganzen Leute, die haben halt ihren komischen Basskisten unterm Tisch oder sowas und sich dann, oh geil, die Tischplatte vibriert, wow, Wahnsinn. Stell mal eine Table Dancerin da drauf, und meinst du, weil die Tischplatte dann abgeht, so, und als Update-Video gucken. Dann jetzt einfach mal auf die Schnelle, weil mir jetzt gerade nichts Besseres eingefallen ist. Das altbewährte Bassotronics, Bass, I love you. Was anderes fällt mir jetzt gerade so auf die Schnelle nicht ein, wo man das mal auch deutlich machen kann. Ich muss hier schon ein bisschen was aufdrehen. Da kommt nichts an, ne? Also nicht so, dass das peinlich aussieht, ja? Da kommt doch einfach nichts an. Hört hier nur Windgeräusche, ansonsten. Meine Tonqualität ist einfach so ekelhaft. Und vom Bass hier kann man hier gar nicht reden, ja? In keinster Weise. Ich mich hier auf die Couch setze. Von der Kiste kommt nichts an. Rein gar nichts. Ich kann das auch mal eben mit dem Handy demonstrieren. Da habe ich ja die App, die ein paar Schwingungen misst. Mal ein bisschen lauter machen hier. Da kommt nichts. Ja, ein bisschen kommt was, aber muss man den Subwoofer ja Gott weiß wie viel aufdrehen hier. Das ist doch Käse, ist das. Hier habe ich die Sachen schon, beziehungsweise den Bass habe ich hier schon leicht erhöht, um den ganzen überhaupt eine Chance zu geben. Aber was soll man davon erwarten? Ein Autosubwoofer hat nichts, aber auch gar nichts zu Hause verloren. Und selbst wenn, müsste man für ein solches Chassis das Gehäuse komplett neu berechnen. Aber bei derartigen Werken, die ihr zu Hause stehen habt, gibt es doch nicht mal irgendwelche glaubhaften oder überhaupt irgendwelche physikalisch nachweisbare Parameter, die das Chassis betreffen. Oh, 300 mm. Ja, dann kann ich auch einen Nussbaum nehmen, da ein 300 mm Loch reinbohren und das Chassis dann da reinboxen.
Soll dann wahrscheinlich auch super klingen, ne? Ja, wenn ihr das glaubt. So, hier der bekannte Tester mit dem Wassertester, wird auch nichts viel bei rumkommen. Außer man muss hier wieder Leistung pumpen bis zum geht nicht mehr. Und nee, ist ja ekelhaft. Sein jetzt mal zum Vergleich, schließen wir mal den wieder an. Tut meinen Ohren besser und da muss ich nicht in Ansatzweise überhaupt so Leistung bringen oder beziehungsweise Lautstärke einstellen, damit überhaupt irgendwas ankommt. Die Chassisgröße, 300 mm ist dieselbe. Aber ich habe vorhin was von physikalischen Sachen gesagt, die nicht unbedingt auf Watt zu schließen sind und auch nicht auf die Größe beziehungsweise den Durchmesser des Chassis. Ja. Ne? Ich habe hier am Mischpult habe ich die Einstellung einfach so gelassen. Allerdings ist jetzt der JBL am Werk. Das Ganze alleine, der E-Lag war vorhin auch schon aus und der ist jetzt auch aus. Also das hat damit gar nichts zu tun. So, und wir sehen hier schon, was hier schon an Schwingungen deutlich mehr vorhanden sind, als gerade bei dem Autosubwoofer. Und ich muss hier kaum irgendwie hier Gott weiß was für eine Gott weiß was große Lautstärke jetzt hier auffahren als bei dem da hinten da. So, jetzt gucken wir mal, ob das Wasser sich ein bisschen beruhigt hat. Die Flasche ist so zerkratzt, verdammte. Da drin ist aber was los, das sollte man gesehen haben. Wenn ich das Ganze jetzt noch ein bisschen lauter mache, dann habe ich hier Theater mit dem Kamin hier. Und jetzt sind wir hier bei der Lautstärke. Also nicht mal jetzt Gott weiß, was für eine Lautstärke. Mancher Ganze jetzt noch lauter, fallen mir die Sachen vom Dinges runter. Und das eine fällt runter, das andere kommt hoch, das wäre der Nachbar und das muss ja nicht sein. Es sollte wohl anschaulich genug sein, dass solche Kisten wirklich ins Auto gehören. Ganz ehrlich, selbst wenn sie für ein Auto einen guten Klang haben, heißt auch noch lange nicht, dass das in der Wohnung dasselbe sein muss. Und das heißt auch noch lange nicht, dass das verbaute Chassis ein gutes ist. Es ist vielleicht, ergibt vielleicht einen guten Klang in dem Gehäuse in Verbindung mit einem Auto, mit einem kleinen Auto, mit einem 1er Golf, mit einem Smart, mit einem Opel Corsa, irgendwelches. Aber nichts mit zu Hause. Hat da gar nichts mit zu suchen. Also die Lappen, die sich so in Kisten nach Hause stellen, die dürfen nicht mehr Bass erwarten als ein 35 Watt Logitech-System. So sieht die Scheiße einfach aus und so ist das. So was hat zu Hause nichts zu suchen. Gar nichts. Und wenn einer sagt, boah, ist ja geiler Bass und alles, ganz ehrlich, was seid ihr für Lappen? Aber was seid ihr eigentlich für Klotzköpfe? Geht da mal irgendwo in einen Hi-Fi-Laden oder so und lasst euch mal ein bisschen was vom Bass zeigen und erklären, ja? Aber sowas da, das könnt ihr vergessen, außer ihr habt eine Bude, die nur 2 Quadratmeter groß ist. Alles klar, in diesem Sinne, euer Speakershock.